Hallo! Hallo! Wir sind's! Und wir lesen euch heute eine Geschichte vor. Ja, wir lesen eine, das heißt, Robert liest eine Geschichte vor und ich höre zu. Genau. Ein feines Buch habe ich dafür ausgesucht. Das heißt Lump und Pablo. So Lump und Pablo. Genau. Haustiere und ihre berühmten Freunde. Sind wir da auch drinnen? Leider noch nicht. Noch nicht. Aber da sind ganz berühmte Leute drinnen. Wie wer? Zum Beispiel auch drei Österreicher. Deswegen habe ich das Buch auch ausgesucht. Aha. Gustav Klimt, der berühmte Maler. Der berühmte Maler. Der hatte eine Katze. Dann Wolfgang Amadeus Mozart. Der berühmte Maler. Nein, ist ein berühmter Komponist. Ah, ein Komponist-Dingsbums. Genau, und der hat einen Vogel. Ja, das habe ich mir schon immer gedacht. Und Sigmund Freud, der hatte einen Hund. Und wer ist jetzt bitte der Herr Sigmund Freud? Na, weißt du was? Dann lese ich dir die Geschichte vor, okay? Ja, lies mir die vor. Also, pass auf. Sigmund Freud war ein österreichischer Arzt. Ein was? Ein Arzt. Ein Arzt. Ja. Der den Ursprung seelischer Probleme und menschlicher Verhaltensweisen erforschte. Ja, wenn man zum Beispiel Dekorationen hat oder sonst schlechtlaunig ist. Genau, Depressionen heißt das. Hm. Er entwickelte eine eigene Theorie, die er Psychoanalyse nannte. Und Gesundheit. Ja, gerne. Und probierte am Ende des 19. Jahrhunderts völlig neue Behandlungsmethoden aus. Beispielsweise hypnotisierte er seine Patienten und deutete ihre Träume. Was, die Träume? Ja. Na, arg. Sein Grundgedanke war, über eine Gesprächstherapie seelische Probleme aus der Welt zu räumen und so auch körperliche Beschwerden zu heilen. Verstehe kein Wort, aber mein Grundgedanke ist Essen. Ein guter Grundgedanke. Ja. Mit über 70 Jahren, als er längst weithin für seine Erkenntnisse geschätzt wurde, ja, machte er eine weitere Entdeckung. Was hat er denn entdeckt? Er stellte fest, dass sich Hunde positiv auf das Befinden von Menschen auswirkten. Ich stellte fest, dass sich Ratten positiv auf die Menschen auswirken. Das kann ich nur unterstreichen. Zurück zu den Hunden. Sigmunds zweite Hündin hieß Jofi, was auf Hebräisch Schönheit bedeutet. Wie, Lofi? Jofi. Jofi. Jofi, genau. Ein lustiger Name. Hm. Jofi war ein löwenartig aussehender Chow-Chow. Was, der hat einen Löwen daheim gehabt? So eine Löwenmähne nur. Ach so. So ein klitzekleiner Chow-Chow mit hübschem, rötlichem Fell. Weißt du, warum die Chow-Chow heißen? Nein, warum? Wenn man sie beim Fenster rauswirft, schreien sie meistens Chow-Chow. Also ich hoffe nicht, dass das jemand macht. Schon Freuds erste Hündin, die hieß übrigens Lön. Lön? Lön. Gehörte der alten asiatischen Hundrasse an. Leider geriet sie bei einem tragischen Unglück am Salzburger Bahnhof unter einen Zug. Hm. Oh, blöd gelaufen. Mhm. Und so war Jofi ab 1930 die alleinige Herrscherin im Hause Freud. Aha. Und auch seine Assistentin im Behandlungsraum. Wie? Ja, die war immer mit dabei. Der Hund war mit dabei? Genau. So wie beim Bundespräsidenten. Genau. Freud hatte nämlich beobachtet, dass die Hündin wohl über ihren Geruchssinn Zugang zu menschlichen Gefühlen hatte. Ach so? Mhm. Das heißt, wenn der stinkt, mochte sie ihn gern. Es kommt drauf an. Spürte sie nämlich irgendeine Anspannung, verzog sie sich knurrend unter den Schreibtisch. Na, ist ja nicht möglich. Ist möglich. Mhm. Für Freud war es wichtig, dass sich seine Patienten entspannten, damit sie offen und ehrlich über ihre Gedanken und Gefühle sprechen konnten. Dann entspanne ich mich jetzt auch mal. Mach das. Ja. Hoppla. Zu viel entspannt. Zu viel entspannt. Er bat sie deshalb, es sich auf einem Sofa bequem zu machen. Hm. Der gleichmäßige Atem des Hundes neben ihnen würde sie beruhigen. Und als verlässliche Mitarbeiterin erhob sich Jofi zum Ende der Sitzung. Noch bevor Freud selbst bemerkte, wie spät es schon war. Der hat eine innere Uhr eingebaut gehabt. Genau, eine Hundeuhr. Eine Hundeuhr. 7 Jahre dauerte ihre Zusammenarbeit. Ja, dann geriet sie unter einen Zug. Nein. Nicht? Als Jofi verstarb, war Sigmund tief traurig. Hunde sind wie Menschen, nur besser, sagte er. Ha! Da hat er mich noch nicht kennengelernt und Roberts Katze. Wo ist denn die eigentlich? Da, die schaut dir gerade zu. Oh. Nimm dich in Acht. Mit. Danke fürs Zuhören. Sie hat gerade hingekackt.